Witcher 2 setzt in exakt der Sekunde ein, wo der erste Teil geendet hat. Das finde ich natürlich auch wieder eine ganz tolle Planung, wenn man quasi dem Publikum sagt, hey, du willst wissen, wie unser Film ausgeht? Dann kauft ihr in 2 Jahren den zweiten Teil. Haben wir das nicht toll geplant? Wir haben das nämlich sogar so gut geplant, dass die Darstellerin der Mary Beth, Tamara Feldman, im zweiten Teil nicht mehr dabei ist, sondern durch Danielle Harris ersetzt wurde. Was? Naja, auf jeden Fall wird Danielle Harris jetzt plötzlich, die glaube ich auch in der ersten Hälfte des Films ungefähr 8-mal sagen muss, by the way, I'm Mary Beth, I'm Mary Beth. Gerade, dass sie sich nicht ein neues T-Shirt gedruckt hat, wo in leuchtenden Lettern draufsteht, I am Mary Beth from the first movie. Naja, auf jeden Fall wird sie von Victor Crowley gewürgt, spielt mit ihm die Schau mir in die Augen kleine Szene aus Evil Dead nach, kann natürlich entkommen, wird dann von irgendeinem Sumpfbewohner aus dem Wasser gezogen, der irgendwann einmal meint, Victor Crowley lässt mich in Ruhe. Warum? Hätte ich irgendwie ganz gerne erklärt gehabt, weil im ersten Teil sind irgendwie, keine Ahnung, 8 Leute oder so in diesen Sumpf gekommen, haben dort gemeinsam, kollektiv, wahrscheinlich eine halbe Stunde überlebt und der Kerl kann dort leben, abgesehen davon, wer will dort leben, aber egal, er wird auf jeden Fall ganz einfach von Victor Crowley in Ruhe gelassen, das wird ganz sicher auch über die Anfangsszene dieses Films hinausgehen. Lassen wir das, Danielle Harris erzählt ihm die Geschichte aus dem ersten Teil und meint, dass ihr Vater und ihr Bruder damals Alligatoren jagen wollten. Nein! Nein! Haben sie nicht! Im ersten Teil hast du ausdrücklich gesagt, they're hunting deer. Und da gibt es einen klitzekleinen Unterschied zwischen deer und alligators. Auch wenn vielleicht irgendjemand mit einer neuen Damenhandtasche aus Alligatorenleder auftauchen könnte und jemand darauf reagiert. Oh dear. Aber trotzdem macht das diese beiden Viecher nicht zu dem gleichen Tier. Schmeckt wahrscheinlich auch ganz anders. Egal, nachdem auf jeden Fall Danielle Harris auch diesem Typen sagt, wie sie heißt, schmeißt er sie sofort raus und meint, du bekommst alle Antworten, die du willst, bei Reverend Zombie. Creative Name, aber egal, damit der Film nicht zu viel Plot hat, schaut er sich jetzt sofort noch den kompletten Film auf Shapiros Kamera an und damit meine ich den kompletten Film. 2 Minuten lang. Hatchet 2 ist ein Horrorfilm, der insgesamt, inklusive Abspann, schlanke 86 Minuten dauert. Und 2 Minuten bestehen quasi aus der Videozusammenfassung des nervigsten Teils von dem Vorgänger. Yippie-a-yay. Auf jeden Fall, finde ich, waren die Kills im ersten Hatchet-Teil schon relativ überzeichnet und übertrieben, aber dass Victor Crowley einem Typen die Eingeweide aus dem Körper reißt und ihn dann damit so lange würgt, bis ihm der Kopf abgetrennt wird, ist zugegebenermaßen schon ein bisschen eine andere Liga und man könnte sich übrigens auch noch denken, hier hat der Machete diese Idee. Egal, direkt nach der Credit-Sequenz sehen wir, finde ich, die perfekte Reaktion auf die Titelmusik dieses Films. Yikes! Dann klopft Danielle Harris plötzlich bei Reverend Zombie an. Tony Todd aus dem ersten Teil. Todd könnte quasi die Tür aufmachen und meinen, hey, komisch, gestern hast du irgendwie doch komplett anders ausgesehen. Hast du irgendwie abgenommen? Bist du geschrumpft? Naja, egal. Tony Todd erklärt jetzt Danielle Harris viel mehr Backstory über die Crowley-Familie. Und mit viel mehr Backstory meine ich viel, viel mehr Backstory. Viel. Viel, 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 viel mehr Backstory. 6 Minuten. Flashback. Und Tony Todd erklärt nur. Wichtige Sachen für unsere Handlung übrigens. Victor Crowleys Vater hat seine sterbende Frau mit deren Krankenschwester betrogen. Deswegen hat die dann nach ihrem Tod Crowley und sein Kind verflucht. Wie auch immer das gehen soll. Und
Deswegen sieht Victor Crowley so deformiert aus. Und ganz ehrlich, ich dachte mir nie, dass ich das mal sagen werde, aber dagegen war ja die Erklärung, die Kettensäge lag einfach da. In Texas Chainsaw Massacre The Beginning fast ein intellektueller Geniestreich. Nein, wir haben plötzlich Leute, die sterben, dann nicht mehr tot sind, dann jemand anderen verfluchen und dann wieder sterben. Naja, und der Papa von Daniel Harris war Robert England, wie wir ja schon wissen, und der war eines der Kinder, das damals das Crowley-Haus abgefackelt haben. Das war jetzt so ungefähr die Quintessenz von 6 Minuten Backstory. Irgendwie kein Wunder, dass der Film irgendwie versucht, einen am Ende mit seiner Art Gore-Reel dafür zu entschädigen. Aber ich muss auch sagen, Tony Todds Stimme allein ist schon cool genug. Todd erklärt dann übrigens noch weiter, dass er solche Bootstouren wie im ersten Teil seit Monaten quasi unter der Hand organisiert. Und zum Glück, da seine Bootsfahrer irgendwie wahnsinnig gut ausbildet. Todd meint irgendwie zu Daniel Harris, er hätte nicht so weit rausfahren dürfen. Er hätte das Boot auch nicht verlassen dürfen. Du hättest ihm vielleicht erklären können, was er tun soll vorher. Und zwar ihm. Nachher jetzt Daniel Harris zu sagen, ach übrigens, alle Leute, mit denen du dich gestern getroffen hast, sind tot, weil er leider einen Fehler gemacht hat, von dem ich ihm vorher nie was erzählt habe, macht dich jetzt auch nicht wahnsinnig besser. Egal. Tony Todd soll jetzt eine Gruppe organisieren, die in den Sumpf geht, um dort das Boot aus dem ersten Teil zurückzuholen. Genau, weil dieses Boot ja in so tollem Zustand war, ist es sicher $500 pro Nase wert, dieses Boot wieder aus dem Schlamm zu ziehen. Daniel Harris übrigens darf nur mitkommen, wenn sie ihren Onkel Tom Holland mitbringt. Außerdem hatte Tony Todd eigentlich ein bisschen einen anderen Plan, muss man auch dazu sagen, dass Boot zurückzubekommen ist quasi nur Fassade. Eigentlich will er ja Victor Crowley töten und damit dafür sorgen, dass der Fluch über diesen Sumpf gelüftet wird, dass er dann quasi diesen Sumpf wieder touristentechnisch nützen kann. Weil ja ganz sicher der Sheriff aus Jawsington, keine Ahnung in welcher Stadt sie wohnen, ihm definitiv glaubt, wenn er sagt, ach, ich war jetzt mit einer Gruppe an, keine Ahnung, Deliverance Rejects. The Deliverance Rejects. Das ist ein neuer Film, in dem Captain Spaulding mitspielen könnte. Auf jeden Fall war ich mit denen irgendwie im Sumpf und wir haben gesehen, dort ist alles sicher. Wir können diesen Bann jetzt wieder aufheben. Und der Bürgermeister sitzt dann ganz sicher in seinem Büro. Aber klar doch. Ja, ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, muss ich auf jeden Fall zugeben. Lassen wir das. Übrigens, Hatchet 2 schafft es noch, seinen Vorgänger zu übertreffen. Mit übertreffen meine ich quasi, wenn Hatchet 1 hier ist von der Stufe, dann ist Hatchet 2 bei Felix Baumgartner irgendwie dort oben. Weil, ganz ehrlich, die erste Hälfte ist zwar nicht so eine nervige, unnötige, permanente Fleischbeschau, wie in Teil 1. Die Charaktere sind nicht durchgehend so unsympathisch, wie in Teil 1. Trotzdem schafft es Hatchet 2 auf magische Art und Weise noch langweiliger zu sein. Noch viel langweiliger in der ersten Hälfte. Wirklich, es dauert 40 Minuten in dem Film. Das, was ich euch jetzt in 8,5 Minuten erklärt habe, mit entsprechender Gag-Anreicherung, sind 40 Minuten Film! Ja, es passiert wirklich so wenig. Nach 40 Minuten bricht dann dieses Boot auf Richtung Sumpf. Wir sind quasi noch nicht einmal dort bei Crowley. Wir sind erst einmal unterwegs in seine Richtung. Und es ist bei einem 2,5-Stunden-Film, wäre das ja zeittechnisch kein großes Problem. Aber wir haben 86 Minuten Zeit. Wir stehen die ganze Zeit da und denken uns, wieso stehen wir eigentlich beim Film schon? Naja, auf jeden Fall, wir warten nur darauf, dass Crowley wieder in Action treten kann, dass Crowley irgendwas tun kann. Und stattdessen sehen wir Tony Todd, der irgendwas von der Beziehung von Crowleys Vater mit irgendeiner Krankenschwester erzählt, was uns wirklich
wirklich weniger nicht interessieren könnte, muss ich zugeben. Auf jeden Fall finden Sie jetzt, wenn Sie mit dem Boot durch den Sumpf fahren, dieses beschriebene Stück Holz vom anderen Boot, wo natürlich die Schrift auch komplett anders aussieht, weil irgendwie kann ich mich erinnern, auf dem Boot im ersten Teil war die irgendwie kaum lesbar, aber vielleicht hat Victor Crowley dieses Teil ja frisch lackiert, nachdem das Boot gesunken ist. Und wie sich das Holz überhaupt von dem Boot gelöst hat, ist vielleicht eine andere Frage. Egal, Tony Todd ist übrigens höchstpersönlich mit auf der Expedition. Ich wundere mich mittlerweile einfach nur, wie es sein kann, dass mir im zweiten Teil noch egaler ist, was mit den Charakteren passiert, als im ersten Teil. Die großartigste Idee von Tony Todd ist natürlich, teilen wir uns auf! Idiot. Jedenfalls, so macht er zumindest Crowley die Arbeit leicht und ganz ehrlich, bei den schießwütigen Intellektakrobaten, die er da mit im Gepäck hat, ist es wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, dass sie sich dann einfach selber erschießen und Crowley quasi noch ein bisschen Arbeit abnehmen. Es dauert bis zur 53. Minute, bis die erste Person aus der Gruppe gekillt wird, und wenn ihr jetzt denkt, ich überspringe quasi wahnsinnig viele wichtige Teile des Films, nein! Es passiert einfach. Egal. Auf jeden Fall, es klingt relativ unspektakulär, wenn ich jetzt sage, der Typ wird erschlagen, aber trotzdem relativ heftig gemacht. Der nächste Kerl übrigens versucht dann mit dem Boot zu entkommen. Victor Crowley spielt mit den Zombies unter Kannibalen nach und zeigt ihm den Schiffsmotor aus der Nahaufnahme quasi. Tony Todd offenbart in der Zwischenzeit seinen echten Plan, den er eigentlich wirklich hat. Victor Crowley töten. Nein! Der Vater von Daniel Harris ist tot. Einer von den drei Kindern, die damals das Crowley-Haus abgefackelt haben. Die beiden anderen sind mit in der Partie. Deswegen musste Daniel Harris auch ihren Onkel unbedingt mitbringen. So soll quasi Victor Crowley einfach diese beiden Leute killen, hat dann seine Rache abgeschlossen, kann sich quasi in die ewigen Jagdgründe der deformierten Serienkiller zurückziehen und der Fluch ist einfach... Ja, yeah. Klingt nach einem fantastischen Plan, der ganz sicher auch genauso funktionieren wird. Und es gibt übrigens noch etwas, das Hatchet 2 hat, das der erste Teil nicht hatte, einen romantischen Subplot, weil auf den sind wir ja sprichwörtlich alle ganz besonders heiß. Nicht irgendwie, dass die Handlung jetzt plötzlich, wo Tony Todd das alles gesagt hat, komplett durchdreht und tatsächlich irgendwann einmal was passiert. Sogar Victor Crowley ist mäßig begeistert von dieser Subplot-Idee und sorgt relativ schnell, aber wenn ihr mich fragt, nicht schnell genug, für den sogenannten Coitus Interruptus. Ein Teil der Gruppe verschanzt sich in der Zwischenzeit in einer Hütte, in der auch das Finale von Rob Zombies Halloween 2 stattfinden könnte. Also Reverend Rob Zombie, ich weiß es nicht. Die beiden Leute, die übrigens nicht in der Hütte sind, lernen in der Zwischenzeit Victor Crowleys längste Kettensäge der Welt kennen. Sie schießen auf Victor Crowley, ihnen geht die Munition aus, dann kommt Crowley, hebt die Kettensäge und kann sie quasi beide mit der Kettensäge auf einmal hochheben. Die bleiben natürlich kurz auf der Kettensäge sitzen, bis sie dann irgendwann einmal durchtrennt werden. Hell ja, Kettensägen so funktioniert. Außerdem finde ich es relativ nett von Ihnen, dass Sie quasi gesagt haben, wenn Victor Crowley quasi kommt, oh, wir haben keine Munition mehr. Warte, wir stellen uns einfach perfekt hintereinander, dass Victor Crowley einfach nur mehr mit der Kettensäge kommen muss und uns aufheben. Wie wäre es einfach, wenn der deformierte Serienkiller mit der riesigen Kettensäge kommt und du einfach einen Schritt auf die Seite gehst? Könnte dein Leben möglicherweise ein bisschen verlängern. Oder, jetzt ganz absurd, man könnte auch einfach weggehen. Da! Naja, auf jeden Fall sind die beiden dann irgendwie einfach mal erledigt. Daniel Harris spricht dann den tollen Satz, wenn er Schmerzen spürt, dann kann er sterben. Genau, wenn es blutet, können wir es töten oder so ähnlich. Crowley killt in der Zwischenzeit den Bruder des Bootsfahrers, indem er ihn mit einer Hacke an die Tür nagelt und ihm dann quasi den Kopf aufschleift und sein Gehirn püriert. Für einen
deformierten Serienkiller mit wahrscheinlich dem Intelligenzquotienten von Moses Crowley, wirklich verdammt kreativ, das muss man ihm schon lassen. Crowley attackiert dann den Rest der Gruppe, kämpft mit diesem Wrestler-Typ, dessen Ende, muss man zugeben, wahrscheinlich sogar für den Standard der Hatchet-Filme relativ außergewöhnlich absurd ist. Nennen wir es einfach mal Steinbeißer 2.0. Victor Crowley zerhäckselt irgendwie alle Leute in dieser Hütte, es bleiben nur mehr Daniel Harris und Tony Todd übrig und Crowley kommt nach draußen, stellt sich vor die beiden hin, Tony Todd meint, ja, wir haben gewonnen, er hat seine Rache und jetzt kann er uns in Ruhe lassen, bis dann Daniel Harris sagt, ach übrigens du, das war nicht mein Onkel, der ist schon seit etlichen Jahren tot, weil er ist an Krebs gestorben, was eigentlich heißen würde, dass die Rache fertig ist, oder ist das irgendwie so eine komische Rache, wo Crowley wirklich jemanden selber töten muss, wo quasi Crowley jemanden nachrennt mit seiner elendslangen Kettensäge, verfolgt ihn quer durch die Outbacks von Texas, rim, 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 und der wird von einem Lastwagen überfahren und Crowley ist deswegen auf Ewigkeit verdammt. Klingt irgendwie nach einem relativ blöden Fluch, aber gut, irgendwie freundliche, nette Flüche, die alle Leute gerne auf sich lasten haben wollen, gibt's wahrscheinlich auch nicht so viele. Egal, lassen wir das auf jeden Fall. Crowley kommt nach draußen, Tony Todd kommt dann auf die Spitzenidee, wir bürgen einfach den Kerl, der es schafft, mit einer Kettensäge zwei Erwachsene nicht gerade schlanke Männer gleichzeitig hochzuheben. Das Ganze endet natürlich ungefähr so gut, wie man sich's ungefähr vorstellen kann. Victor Crowley verwandelt Tony Todd in Frank aus Hellraiser. Danach dreht Daniel Harris komplett durch, verarbeitet Crowleys Kopf zu Matsch. Und weil das Ganze in Stücke hacken offensichtlich noch nicht genug war, verwandelt sich Daniel Harris im Anschluss daran auch noch in Miss Hobo with a Shotgun. Und damit muss man ganz ehrlich sagen, ist es vorbei, oder? Ich meine, ganz ehrlich, Crowley kann sich von dem nicht erholen. Ich find's aber zumindest, ehrlich gesagt, schon einmal gut, dass Hatchet 2 im Gegensatz zum ersten Teil einem zumindest das komplette Ende bietet und damit nicht irgendwie 5 Sekunden später, ach warte mal, sie könnte jetzt die Hacke nehmen, sie könnte ausholen und dann ist der Film wieder aus, weil dann könnten wir doch einen dritten Teil machen, wo wir dann möglicherweise Mary Beth wieder von einer anderen Schauspielerin spielen lassen. Wow, sind wir clever. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Crowley ist besiegt. Das ist immer irgendwie bei so einem Horrorfilm komisch, wenn wir uns denken, okay, der kann sich nicht mehr erholen, der kann nicht wieder aufstehen und es liegt aber neben mir gerade eine Blu-ray, auf der Hatchet 3 steht. Also irgendwas muss noch passieren, das werden wir uns dann aber erst im nächsten Review anschauen. Hatchet 2 ist meiner Meinung nach eine wirklich konsequente Fortsetzung des ersten Teils. Er hat quasi immer noch dieses Old School American Horror Concept wirklich gut verarbeitet, was allerdings, wie bereits beim ersten Teil, sowohl für die positiven als auch für die negativen Aspekte gilt. Die Kills sind wesentlich härter als im ersten Teil, teilweise auch wesentlich kreativer. Die zweite Hälfte des Films ist teilweise durchaus dynamisch, durchaus atmosphärisch, durchaus spannend und vor allem für Slasher-Fans auf jeden Fall rein schon wegen der Kills sehenswert. Die erste Hälfte des Films ist allerdings noch langweiliger als im ersten Teil, sodass man möglicherweise einerseits die zweite Hälfte noch mehr genießt, nur durch den Vergleich, oder sich andererseits auch irgendwie denkt, wozu diese ganze Backstory unbedingt notwendig ist, wenn man dafür doch nur das Gefühl hat, dass irgendeine mäßige Story unnötig aufgeblasen wird und vor allem das Ganze noch mit uninteressanten Charakteren angereichert wird. Dafür gibt's allerdings wie in Hatchet 1 auch wiederum eine Menge Charaktere und damit eine Menge Bodycount-Potenzial. Für viele Horrorfans ist Hatchet 2 auf jeden Fall der schwächste Teil der Reihe, was ich durchaus nachvollziehen kann, auch wenn der Film einige Szenen hat, die Spaß machen, ist er als großes Ganzes gesehen trotzdem insgesamt deutlich schwächer, weil deutlich langweiliger als der erste Teil. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Also zuerst stirbt die Hoffnung, dann stirbt Victor Crowley, so muss man schon noch sagen, denn wir haben ja immer noch Hatchet 3 vor uns.